Hier sind wir wieder. Hallo Vanessa. Hallo Massimo. Lang ist es her. Ja, wir haben ein wenig mehr Urlaub gemacht. Wir haben mehr Energie getankt. Und das alles für euch. Ihr seht, wir sind wieder in unserem Studio. Ja. Jetzt ist draußen doch etwas kälter. Ja. Und wir legen gleich mal los. Und zwar hat die Europa Union Karlsruhe eine Veranstaltung am 25.10. ab 18 Uhr hat der Vorsitzende der Europa Union es tatsächlich geschafft. Präsident, ich sag. Nein. Lass mich doch aussprechen. Der Vorsitzende der Europa Union Karlsruhe hat es geschafft, dass der Europapräsident Rainer Wieland, also der Vizepräsident des Europäischen Parlaments, ja, nach Karlsruhe kommt. Ja, und der Vorsitzende der Europa Union ist da auch ziemlich stolz drauf, dass er das geschafft hat. Und jetzt hoffen wir natürlich von der Europa Union, dass viele, viele, viele Besucher kommen. Also am 25.10. ab 18 Uhr ist Einlass. Und im Jugendstillingssaal in der Sedanstraße, kennt ihr ja alle bestimmt. Und das Thema wird natürlich sein Europa und Europa nach der Wahl. Vielleicht ein bisschen Brexit. Ja. Mal sehen, also er ist ein ganz, ganz toller Redner. Ich habe ihn schon gehört und gesehen. Also der kann wirklich was und er weiß, von was er spricht. Dann sind wir mal gespannt. Ihr dürft da übrigens auch hin, wenn ihr nicht Mitglied der Europa-Union seid. Ja, alle, natürlich. Ihr dürft, egal, auch wenn ihr bei der AOK seid, dürft trotzdem kommen. Okay, dann... Ja, ich habe meinen Humor nicht verloren, obwohl ich ihn manchmal schon da... Ja, aber egal, da komme ich vielleicht später drauf, aber nur vielleicht. Ich weiß es noch nicht. Wir machen weiter, denn wir haben Flohmarkt vom Bürgerverein aus. Mhm. Und zwar am 9.11. In der Karl-Benz-Halle, ihr kennt es, jährliche Veranstaltung, blabli blub. Ihr dürft euch noch anmelden. Blabli blub. Blabli blub. Blabli blub. Die Leute wissen sofort Bescheid. Blabli. Ihr dürft euch noch anmelden. Ihr dürft aber auch, oder ihr sollt vor allen Dingen am 9.11. kommen. Geht's? Oder? Also, ich wollte nur sehen. Wir haben Flohmarkt. Wann ist Aufbau? Ich war schon lange nicht mehr hier. Flohmarkt, ja, Entschuldigung. Flohmarkt ab 7 Uhr in der Karl-Benz-Halle. Da dürft ihr kommen, dürft verkaufen. Ihr dürft euch anmelden. Wenn ihr spontan kommen wollt, kommt spontan. Ist auch okay. Wann ist Einlass? Also wann geht der offiziell los? Offiziell geht er um 8 Uhr los, aber wenn die ersten um 7:30 da sind und schon kaufen wollen, dann dürfen die das. Ja. Ich sehe da eine kleine Spinne, die lässt sich gerade runter. Unsere Kamerafrau, die Beate, kriegt schon Panik, aber siehst du sie? Ah, Tatsache! Ja, nein, hier bei uns, Beate, keine Angst, bei uns in der Mitte, Also ja. Falls ihr sie nicht seht, werde ich sie einblenden. Ja, also Beate macht schon so, sie will flüchten. Nein, sie ist hier in der Mitte bei uns, also es passiert ja nicht. Okay, es passiert ja nichts, wollte ich sagen. Es passiert auch nichts, wenn ihr zur Hobbythek kommt. Nicht meine beste Überleitung, aber... Waren wir mit dem Flohmarkt fertig? Ja. Okay, gut. Also Flohmarkt auf jeden Fall, wollte ich nochmal sagen. Ihr könnt spontan kommen, ohne Anmeldung, wenn ihr wollt. Ach, was hattest du gesagt? Und dann gibt es auch was zu essen, Kleinigkeiten, zum Trinken gibt es was. Und es ist echt nicht teuer. Da kostet er, 3 Meter sind, glaube ich, 12 Euro. Also ist wirklich kein Risiko. Okay, ja. Also weiter. So, Hobbythek, die Traditionsveranstaltung neben der Kerbe in Mühlburg. Jo. Am 16. und 17. November, also gerade die Woche drauf. Oh, die Beate hat sie entdeckt. Da ist sie. Da. Seht ihr sie? Da. Ja, aber wir lassen sie. Sagt uns, wie wir sie nennen sollen, die Spinne. Wir machen dann eine Taufe. Okay. Vielleicht haben wir jetzt auch einfach ein neues Maskottchen. Ja. Der Mops hat sich ja auch lange nicht mehr blicken lassen. Ja, der darf hier nicht rein. So, Karl-Benz-Halle, Hobbythek, Gott, sind wir heute abgelenkt. Ja. Samstag, Sonntag. 16. und 17.11. Genau, kommt vorbei. Sind wieder richtig tolle Sachen. Wir haben Verköstigung für euch. Natürlich die ganz vielen tollen Aussteller, wie jedes Jahr. Ja. Wir haben eine Tombola, wie es
seit ein paar Jahren Tradition. Ja, und dann haben wir dieses Jahr haben wir ein Sportstudio dabei. Die sind jetzt neu Mitglied bei uns und sind auch im Prinzip unsere, ja, unsere Gönner, unsere Sponsoren. Denn wenn ihr Mitglied seid im Bürgerverein, dann könnt ihr dort verbilligt Sport machen. Und zwar, das Ganze heißt E-Training, glaube ich. E-Training. Bin mir jetzt nicht mehr ganz sicher, aber wir waren dort im Sportstudio, also wirklich eine ganz, ganz tolle Sache. Und die machen ein paar Vorführungen, also es lohnt sich ganz bestimmt die Hobbythek. Ja. 2 Tage. Wunderbar. Dann sind wir schon beim neuen Bürgerzentrum. Ja. Jeder spricht vom neuen Bürgerzentrum. Jetzt ist es soweit. Am 19. Oktober ist offizielle Einweihung vom Bürgerzentrum in Mühlburg. Die Stadtteilbibliothek zieht dort ein. Bürgerzentrum e.V. zieht dort ein. Der Bürgerverein zieht teilweise rein mit einem Büro. Wir werden aber weiterhin noch in der Lammestraße 17 bleiben. Und ja, wir wissen noch nicht, wann wir genau das Büro in Angriff nehmen. Ich denke mal, Ende Oktober werden wir dann voll einziehen. Aber wie gesagt, im Büro in der Lammestraße 17 werden wir vorerst noch bleiben. Ja, ich war dort. Es ist wirklich ein schönes Bürgerzentrum. Ja. Ganz, ganz tolle Stadtteilbibliothek. Schöne Räume, helle Räume. Also es gefällt euch bestimmt. Kommt am 19. Oktober, kommt dorthin und feiert mit uns die Einweihung. Da haben wir einen Rückblick, den hast du nämlich oben vergessen. Oh, Rückblick Herbe. Ja, und zwar, da möchte ich eins dazu sagen. Das war vorhin nämlich die Einleitung mit meinem Humor und dem Ganzen. Ich möchte jetzt eins sagen. Wir vom Bürgerverein Mühlburg, ich habe das schon öfters gesagt, wir machen das alles ehrenamtlich. Wir haben zusammen mit der IG Mühlburg, da möchte ich später auch noch was sagen, die IG, ganz wichtiges Thema. Mit der IG Mühlburg haben wir es geschafft, eine Pferdekutsche nach Mühlburg zu holen. Diese Pferdekutsche wurde oder brachte die Gäste von der Kerbe zum verkaufsoffenen Sonntag und wieder zurück. So, und jetzt dachte ich, ich mache was Tolles, was Schönes, was Geiles. Und dann kommen irgendwelche Menschen daher und frage mich, ob ich eigentlich weiß, was ich da tue. Ich weiß immer, was ich tue. Und auch an diesem Tag habe ich es gewusst. Und die haben gemeint, ich wäre ein Tierquäler, weil die zwei Pferde diese schwere Kutsche ziehen müssen. Pferde ziehen Flüge, die ziehen Flugzeuge, die ziehen LKWs. Ja? Und ich bin der Letzte, der ein Tier quälen würde. Nur zur Information. Aber anscheinend gibt es da draußen Menschen, denen kann man es gar nicht recht machen. So, ja. So viel zum, ja. Die Kerbe war toll, mir hat es einen riesen Spaß gemacht. Natürlich, es war saumäßiges Wetter, es hat geregnet, es war schon kalt, aber Jenny Fröhlich am Freitagabend zusammen mit Ernst von den Krombachern, die war einfach toll. Die hat eine Stimmung da reingebracht. Liebe Jenny, dafür bedanke ich mich bei dir. Das war wirklich ganz, ganz toll. Und auch die restlichen Abende, Samstag mit den Krombachern, dann der Sonntag mit der MCG, war wirklich ganz, ganz toll, war fantastisch. Und der verkaufsoffene Sonntag zusammen mit der IG, der Bürgerverein Mühlburg, zusammen mit der IG, haben dieses Jahr den verkaufsoffenen Sonntag organisiert. Das war auch ganz, ganz toll. Und das werden wir nächstes Jahr auch tun. Und die Pferde kommen nächstes Jahr wieder. Ja, verspreche ich euch. So, ja, das war für die Kerbe. Natürlich war die Wurstelplatte. Die Schlachtplatte, die war ja innerhalb von halbe Stunde war die ausverkauft. Ja. Wie immer. Also ganz, ganz tolle Geschichte. Ja, was haben wir noch? Wolltest du noch was sagen? Zur IG, ja. Wollte ich noch was sagen. Ja, also bei der IG wird es Neuwahlen geben. Klaus Melchert, nach, ich glaube, 20 Jahren oder noch mehr, wo er Vorsitzender der IG ist, hat er jetzt natürlich gesagt, ich bin jetzt in einem Alter, da werde ich es abgeben an Jüngere und so wird es auch sein. Die IG wird am 26. November eine Vorstandssitzung, eine Jahreshauptversammlung mit Neuwahlen durchführen.
Ja, und da werden einige neue Namen da sein. Da freue ich mich drauf, auf die Zusammenarbeit. Aber Klaus Mecher möchte ich natürlich danken für die tolle Zusammenarbeit in den ganzen Jahren mit dem Bürgerverein Mühlbeug. Und ich bin mir sicher, dass wenn die IG irgendwo mal eine Unterstützung braucht oder eine Frage hat, wird Klaus natürlich dastehen und der IG mit Rat und Tat beiseite stehen. Da bin ich mir sicher. Gut. Ja, jetzt geht's los. Darf ich? Bitteschön, die Bühne gehört dir. Ich mach's kurz und schmerzlos. Das hier wird meine letzte Sendung sein. Nach fast 7 Jahren haben wir das Baby hier großgezogen, haben einige Erschütterungen ertragen, ja. Überlebt. Oh Gott, das ist schwerer, als ich es mir vorgestellt habe. Aber oh, habt ihr den Blick gesehen? Das ist fies. Nein, es ist einfach so. Du bist fies. Du bist richtig fies. Nein, manchmal lädt man sich im Leben viel, viel mehr Dinge auf, als dass man sie schaffen kann. Und dann müssen halt auch Projekte wie dieses für mich zumindest ein Ende finden. Ein gutes Ende. Ich glaube, wir reden danach auch noch miteinander, auch wenn wir nicht mehr einmal die Woche zusammen moderieren. Gerade so, gell? Natürlich reden wir. Nein. Natürlich. Ja. Es ist. Ach, es ist. Also. Furchtbar. Es ist schon auch für mich sehr, sehr schmerzhaft, sage ich ganz ehrlich. Ich habe 7 Jahre dieses Küken hier neben mir gehabt und dieses Küken ist ja gewachsen. Dieses ja. Küken wird 24. Genau, also überleg mal vor 7 Jahren, es war ein Küken, sie war noch nicht mal volljährig. Ja. Sie ist mit mir hier zusammen gewachsen, ja. Sie ist reifer geworden, wir hatten unheimlich viel Spaß und sie hat sich nicht zu viel. Nein, das Leben ändert sich, man wird älter. Sie hat die Schule, sie hat einen Beruf und da muss man halt drüber stehen. Das ist ganz einfach. Und wir haben drüber gesprochen. Mir tut es natürlich wirklich sehr, sehr leid, aber wirklich richtig leid, weil ich bin natürlich hier gewohnt, die Vanessa stehen zu haben und mit ihr immer den Blödsinn zu machen. Und sie wird mir sehr, sehr fehlen. Das sage ich jetzt nicht nur so, sondern das ist jetzt richtig ernst gemeint. Also du wirst mir wirklich fehlen. Und ja, aber es ist an der Zeit, ich möchte nicht, dass sie unnötig Stress hat. Sie hat, wie gesagt, sie hat die Schule, sie hat ihren Beruf. Aber ich bin dankbar für diese 7 Jahre mit den Mühlbeug News, weil sie hat es ganz, ganz toll gemacht. Sie hat mich sehr oft unterstützt, hat auch später angefangen, selber die Mühlbeug News zu schneiden. Ja, und sie hat es wirklich toll gemacht. Und sie wird mir fehlen. Wirklich ganz, ganz arg fehlen. Jetzt kommen doch die Tränen. Ja, nein. Also, Leute, ich muss natürlich jetzt ein neues Konzept finden. Das hat er mit Absicht gemacht. Nein, ich muss ein neues Konzept finden. Ja, aber ich habe schon was im Kopf. Also, ich werde Vanessa nicht ersetzen. Das wird es nicht geben. Neben mir wird bestimmt öfters jemand stehen, aber nicht immer dieselbe Person. Ich habe vor, das ist jetzt ein Aufruf an euch, wenn ihr Lust habt, meldet euch, dann dürft ihr mit mir hier stehen und dürft mit mir zusammen die News machen. Dann dürft ihr auch mal vielleicht was sagen, was euch auf dem Herzen liegt. Wenn ihr es übertreibt, wird es geschnitten oder ich haue euch ein paar ins Schienbein. Kann auch passieren. Nein, also ich möchte, wie gesagt, die Vanessa nicht ersetzen. Das möchte ich nicht, das wäre nicht fair. Und deshalb werde ich hier jede Woche hoffentlich jemand haben. Wenn nicht, werde ich sie alleine machen, die News. Wenn ich sie alleine mache, wird es allerdings langweilig. So, das reicht jetzt. Ja, also... Sag noch was zu den Leuten da draußen, weil die werden jetzt bestimmt... Was? Sie hören auf? Ja. Vanessa, kannst doch den Massimo nicht im Stich lassen, Vanessa. Doch, sie kann sie lesen. Aber ich gehe davon aus, wir sehen uns auf allen Bürgervereinsveranstaltungen, ne? Würde ich jetzt mal sagen. Ansonsten... Den Bürgerverein bleibt sie erhalten.
dem Bürgerverein leider nicht erhalten. Genau. In Mühlburg streue ich sowieso immer irgendwo rum, also alles gut. Braucht euch keine Sorgen zu machen. Ich werde es mit Herzschmerz überleben. Ja, und der liebe Wurstel, das muss ich jetzt auch nochmal dazu sagen, ja. Wir haben vorher nicht gesprochen, das heißt, du erfährst das höchstwahrscheinlich über diese Kamera. Vielen, vielen Dank für auch an all unsere Sponsoren für die jahrelange Unterstützung. Ohne euch wäre dieses Projekt gar nicht so weit gekommen, wie es gerade ist. Das ist richtig. Und ihr müsst euch das so vorstellen, da stellen sich zwei Leute vor eine Kamera und labern irgendwas und irgendjemand glaubt so sehr an dich, dass er das finanziell unterstützt. Das ist, wenn man mal darüber nachdenkt, echt eine krasse Geschichte und auch irgendwas, was man bis heute noch nicht so ganz fassen kann. Also, jetzt höre ich auf. Jetzt wird weggepackt. Genau. Deswegen möchte ich in aller Tradition, und ich würde hier jetzt gerne noch so eine Fanfare unterlegen, ein allerletztes Mal das Wurstelwetter moderieren. Wes. Das einzige Problem bei der Geschichte ist, dass ich nicht im Kopf habe, wie warm oder kalt es wird. Also, jetzt kommt das Wurstelwetter und wir bekommen tatsächlich wieder 15 bis 18 Grad. Wirklich, oh. Ja. Diese Woche wird es noch mal etwas kälter, aber zum Wochenende hin soll es wieder besser werden und tatsächlich soll es richtig warm werden, also bis 18 Grad. Also bis 18 Grad heißt übersetzt, du schaltest die Heizung trotzdem an, ne? Ja, ich habe die Heizung noch nicht, ich habe mit Bahn fast Krach gekriegt. Die wollte keine Heizung, ich darf die Heizung nicht einschalten. Also das ist noch so, ja, da muss ich noch mal, ja, ich muss noch mal diskutieren. Du Armer, wir ja. Könnten dir so eine Wärmelampe, so eine Rotlichtlampe, wie die Erdmännchen im Zoo, die immer unter dem, ja, ein letztes Mal musste das sein. Das heißt, sonnige Aussichten für nächste Woche. Jawohl. Und noch vielleicht eins, ich werde wahrscheinlich die Mühlburg News da sehen. Wenn ich jemand habe, ist ja kein Problem. Wenn ich sie alleine machen sollte, werde ich mir überlegen, ob ich sie nicht 14-tägig mache. Weil allein ist es natürlich schon etwas mehr. Also, aber da werde ich euch auf dem Laufenden halten. So, also, das war's. Ja. Liebe Vanessa, vielen Dank. Aber wir bleiben ja mehr. Ja, ja. Ist ja alles. Ach, fang doch jetzt nicht schon wieder an. Ich sage, tschüss, tschüss, ciao, ciao, bye, bye. Den Klimawandel, vergesst den nicht, den wollte ich noch sagen. Den Klimawandel, aufpassen, nicht, dass die Blätter jetzt runterfliegen. Wow. Ja, tschüss, tschüss, ciao, ciao, bye, bye. Das letzte Wort an Vanessa. Ihr Lieben, ich wünsche euch das letzte Mal. Schon oh Gott, ist das schlimm. Ich wünsche euch eine wundervolle Woche. Bis nächste Woche. Macht es gut. Wir sehen uns bestimmt wieder.